Moinsen, meine Freunde des gepflegten Schraubens. Wir sind wieder zurück hier beim Sprinter. Und ich habe heute ein bisschen Zeit mitgebracht, denn wir wollen heute hinten in die Tür eine Rückfahrkamera einbauen. Habt ihr das schon im Titel gesehen? Ich habe alles besorgt dafür. Dafür müssen wir aber den Scheinwerfer ausbauen. Und vorne müssen wir dann gleich mal ein bisschen die Konsole auseinanderbauen. Hier liegt, wie gesagt, immer noch alles drin vom Bau, so ein bisschen vom letzten Mal. Habe nicht viel gemacht bis jetzt leider. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mit der Rückfahrkamera an und machen alles Schritt für Schritt, so dass ihr das mitbekommt und es nachmachen könnt. Wir schauen erstmal Schritt für Schritt, ganz vorsichtig arbeiten. Ihr wisst Bescheid, sonst macht ihr was kaputt. Wer wissen will, was ich hier für ein Werkzeug von Werra benutze, kann in die Videobeschreibung reingucken. Das ist ein ziemlich cooles Tool, so mit Elektroschraubenziehern und einer Knarre dabei und so weiter und so fort. Sehr, sehr hilfreich. Also die Schrauben solltet ihr auf gar keinen Fall verlieren, so wie ich gerade. Hab sie zum Glück noch schnell auffangen können. So, jetzt weiter hier. Ich hoffe, ihr könnt das sehen auf der Kamera. Ja, so klein sind die, schwarz. Immer schön da hinlegen, wo man sie hinfindet, wiederfindet, damit ihr quasi... So, guck mal, das ist ja einfach. Das ist ja mega einfach gewesen. Zack, hat man das Ding in der Hand. Stecker ab. So, hier so ein Stecker ist das nur. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Da kommt der einfach nur rausgezogen und dann habt ihr das quasi schon in der Hand. So. So, jetzt seht ihr hier das Kabel. Im Internet sprachen die Leute von einem weißen Kabel mit rotem Strich. Ich habe jetzt hier ein blaues, also ein weißes mit blauem Strich. Müssen wir noch mal kurz nachgucken. So, meine Freunde, im Internet habe ich gerade nochmal nachgeguckt, aber es gibt verschiedene Kodierungen und ich habe jetzt ein weiß-blaues Kabel, also ein weißes Kabel mit blauem Strich. Jetzt habe ich beschlossen, ich werde jetzt einfach mal im Auto den Rückwärtsgang einlegen und hinten gucken mit meinem Digital-Duspol. So, und gucken, ob da hinten dann jetzt 12 Volt unten auf dem Dings drauf ist. Und dann gehen wir vorne nochmal hin und machen den Rückwärtsgang raus. Und wenn dann die 12 Volt weg sein sollten, dann wissen wir, okay, wir haben Rückfahrlicht. Ich hoffe, ihr könnt das gut genug sehen. Ich habe zwei Kameras aufgestellt, wie letztes Mal auch. Wir gucken jetzt mal einmal mit dem Kabel, mit dem Buspol hier. Ich glaube nicht, dass der so weit runter geht. Oh, 10 Volt, 9 Volt. DC 8,9 Volt. Okay, gucken wir mal weiter. Was haben wir hier? Haben wir hier Pluspol liegen? Da haben wir nichts. So, auf braun-grauen haben wir auch Strom drauf. Aber Ausschlussverfahren, ihr wisst Bescheid. Wir gehen nach vorne und machen mal kurz den Rückwärtsgang raus und gucken dann, wo Strom weg ist. So, da bin ich wieder. Gleiches Spiel wie gerade. So, da haben wir 9 Volt immer noch drauf, die 10 Volt. Ich glaube, ich muss hier so ein bisschen kratzen. Ja. Und hier 0. Da hatten wir gerade, okay, dann wird das unser Rückfahrlicht sein. So, bevor wir jetzt an dem Rückfahrlicht weitermachen, werde ich jetzt hier die Tür... ein Stück wieder einklinken, zack, weil wir müssen einmal das Plastik abschrauben, wir müssen dann hinten einmal die Kennzeichenbeleuchtung abschrauben und wir müssen das Kennzeichen logischerweise abschrauben. Dann müssen wir sauber machen und das machen wir jetzt Schritt für Schritt, Teil für Teil.
gehen jetzt nach vorne in den Fahrerraum und wir werden jetzt mit vorne die Verkleidung abmachen. Huch, jetzt fällt es hier runter. So. Und jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, müssen wir nur hier unten etwas ein bisschen hebeln, alles ein bisschen nachhebeln und dann kommt uns diese Platte entgegen. Wie es immer so einfach ist, ne? Aber wir gucken mal nach und nach zusammen. Dafür machen wir das, ja. So, nehmen wir mal so ganz dünnen hier. Ah, jetzt vielleicht, ja. Genau, da kommt er. Jetzt wird das hier voll, ey. Zack, aber die eine Seite in der Hand. Jetzt müssen wir hier oben ein bisschen gucken. So, und jetzt können wir das immer hier so weiter aufhebeln. Nach und nach. Und dann haben wir gleich diese Platte in der Hand. Zack. Ziemlich easy, habt ihr gesehen? Hier den Stecker kurz abstecken. So, für hier Warnblinkanlage können wir hier so hinlegen. So, und jetzt haben wir hier quasi das Radio. Und hier, ich kann euch mal zeigen, hier oben, wo die Quittung drin liegt, da soll ungefähr das Ding dann hier so raus zeigen und dann soll hier oben irgendwo das Navi hängen. Genau. Und dafür müssen wir hier noch ein bisschen sauber machen. Und genau, wie wir dann von hier jetzt dann das Kabel durchziehen, weiß ich noch nicht. Ich würde gerne hier durch. Und dann in den Raum hier rein, wo das Radio drin verbaut ist. Und dann müssen wir gucken, dass wir da ans Zündungsplus kommen. Und genau, das ist die Aufgabe. Viel zu erklären ist da, glaube ich, noch nicht. Wenn ich was zu erklären habe, dann sage ich's. Ich mache jetzt erstmal einen Zeitraffer, weil, was soll ich euch sagen, ne? Bis gleich. Meine Freunde, Radio ist raus, Konsole ist raus, alles ist raus. Wir haben rausgefunden, was unser Plus ist. Braun ist unser Zündungsplus und das ist die Masse. Bevor wir jetzt hier Löcher bohren und so weiter und so fort, empfehle ich euch das auch. Wir haben jetzt hier erstmal das ganze Material. Moment, hier ist das Display. Irgendwo war mein Kabel. Hier ist mein Kabel. Und das setze ich jetzt einmal ab. Dann kann ich mit dem Daumennagel machen. Und dann setzen wir hier, ich hoffe, ihr könnt das auf der Legria so ein bisschen mit erkennen. Wir nehmen jetzt hier so einen ganz kleinen Schlitzi. Ihr habt hier das Kamerakabel und habt dann Rot und Schwarz. Und Rot habe ich jetzt hier auf den Zündungsplus gelegt und das schwarze Kabel. Das nehmt ihr jetzt hier ganz normal und das legt ihr mit auf die Masse. Die Masse ist meistens auch schwarz. Hat er hier in dem Fall auch richtig gemacht. Solange wir zum Ziel kommen. So. Ja, bedenkt dann, müsst es zweimal machen, weil das ist jetzt zum Austesten und ob alles funktioniert. So, jetzt haben wir hier Plus und Minus angeklemmt. Ich mache mal hier dieses Gummi ab. Jetzt haben wir hier unser Display und das schließen wir einfach mal hier jetzt an. Da sind zwei Pfeile drauf, also ich hoffe, man kann das erkennen. Einer ist da und einer ist da und dann wisst ihr, wie rum müssen die zusammen, die Stecker. Nicht, dass ihr euch die Pole da drin abbrecht. Und jetzt drücken wir mal die Daumen, dass uns nicht das Display um die Ohren fliegt. Nichts passiert. Zündung aus.
Okay, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Die Chinesen, die das hier gebaut haben. Ich möchte da jetzt auch nicht weit aus dem Fenster lehnen. Aber haben das entweder genau umgekehrt gemacht, das kann ich mir nicht vorstellen. Warum sollte das andersrum sein? Leute, Tatsache. Ich verstehe es nicht. Schwarz kommt auf den Braunen, also schwarz nicht zu schwarz. Zack. So, jetzt haben wir nochmal Zündung. Ich hoffe, jetzt könnt ihr das auch sehen. So, hier Schlüssel rein. Und es funktioniert. Ich habe jetzt hier so ein kleines Löchlein gebohrt. Ich hoffe, das kann man sehen. Da. Und da fummeln wir jetzt quasi das Kabel durch. Na. Zack. So, und da sieht man, wie es durchkommt. So, das können wir jetzt hier erstmal nach hier hin und nach dahin rausziehen. So. Habt ihr gesehen, ne? Hier liegt es. Ich habe jetzt extra ein bisschen kleiner gebohrt, weil ihr werdet gleich sehen, warum. Der Stecker kann jetzt da nicht reinrutschen. Das ist der Stecker, wo ich gleich die Kamera ran anschließe. Und damit wir hier so ein bisschen Puffer haben, ziehen wir noch ein bisschen raus und das verstecken wir dann nachher da unten drin. So, und jetzt machen wir das so, dass der Palo keinen Seitenschneider mitgenommen hat. Geil. Heißt, ich schnipse mir mal eben einen Seitenschneider in die Hand. Mal gucken, ob das geht. Hat ja super geklappt. So, meine Freunde, jetzt nehmen wir wieder den Schlüssel in die Hand. Wir haben das Kabel durchgezogen, wir haben das Ding aufgepatcht. Und jetzt machen wir nochmal an die Zündung hier. Ich hoffe mal, ich mache mal so. Und jetzt geht die Zündung an. Und das Ding geht an. Ich baue den ganzen Kram jetzt wieder zusammen. Tja, Leute, gerade ist mir der Akku platt gegangen, leider bei dem Zeitraffer. Hab jetzt quasi den Rest zusammengebaut, ohne dass ihr es gesehen habt. Jetzt gehen wir nach hinten, gucken, dass wir das Kamerasignal jetzt da verbauen und die Kamera verbauen und das Kabel dort anschließen, damit wir dann quasi gleich nochmal testen können, ob das funktioniert. Hat geklappt. Also ich kurz mal zeigen. Man muss hier gar nicht viel machen, nur Zündung. Gerät geht an, kein Bild. Kupplung treten, logischerweise. Rückwärtsgang rein. Und da ist das Bild. Noch hängt die nicht richtig, da sieht man jetzt nur den Reifen. Ja, das funktioniert. Ich positioniere die Kamera jetzt hinten. Für heute mache ich Schluss. Hinten funktioniert alles, ich baue jetzt das Licht wieder ein und die Kennzeichen und alles drum und dran und fahre dann jetzt nach Hause und hau mich aufs Ohr. Wir haben nämlich jetzt, ich mache nochmal kurz die Zündung an, wir haben jetzt 20:01 Uhr, ich habe heute nur gefrühstückt und ich muss jetzt echt nach Hause. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen mit der Rückfahrkamera jetzt, auch wenn es viel Bröckelei war und vielleicht sehr monoton, ne? Aber vielleicht ist es auch interessant gewesen für den einen oder anderen. Und wenn ja, wie gesagt, dann bleibt am Ball. Der Busumbau geht weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Restabend oder schönen Rest Samstag. Bis zum nächsten Mal, euer Palo. Tschüss.